Moin moin und willkommen zurück zu den untoten Vampiren. Zu den pa Piraten. So, hier der Arsch, der plündert hier. Klaut uns das Geld. Persönlichkeit übernimmt das Kommando. Eine von Lothars Extrempersönlichkeiten hat zeitweilig die Kontrolle über einen zerrütteten Verstand übernommen. Das hat für eine Weile eine gewisse Wirkung auf ihn. Womöglich dauert es jedoch nicht lange, bis eine andere Persönlichkeit ihm die Macht entreißt. So, Waffenstärke 25% eher auf Nahkampf. Und Attribut Randale. Okay. So, Kanonen haben wir fertig. Das heißt, wir können jetzt Kanonen rekrutieren oder uns besorgen. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal. Oh, hier können wir auch was machen. Gemeine Hunde? Okay. Und Deckarbeiter mit Stangenwaffen. Das ist natürlich sehr interessant. Holen wir uns mal gleich. Aber die Stadt dürfte nicht leicht bewacht, schwer bewacht sein, oder? Machen wir da mal Autoschlacht. It was never leave nothing behind. Ja, ich würde sagen, Smash and wir rauben aus. Und dann gehen wir mal zu Pocken. Marsch. Den wollen wir nicht kicken, den wollen wir hier, ne? Er soll ein bisschen stärker werden. Verstärkung behindern. Achso, der verhindert Verstärkung zusätzlich bei Feinden. Macht die Katze wieder. Musch! Katze? Kann ich dir helfen? Ja, da nix randalieren, du. Sonst gibt's nachher kein Futter. So, dann kriegt er mal ein bisschen Resistenz. Dann gehen wir hier auch schön auf Stärke und räumen erstmal auf. Das ist unsere Heimat quasi unbeschützt. Können wir einen neuen General ausrufen? Das Übersicht. Kommandant rekrutieren. So, 5 bis 10. Das ist doch mal, das ist doch ganz gut. Jetzt nehme ich, was kannst du denn? Erhöht. Treue durch Schlachten gegen andere Piraten. Ja, komm her. Dann ziehe ich dich hoch. Ziehe ich dich hoch und dann kriegst du hier, bauen wir eine komplette Armee. Kriegst auch einen Mörser. Kriegst hier, da braucht aber zwei Runden. Kriegst erstmal alles in einer Runde. Und den halte ich jetzt. Sollte für ihn reichen. Wenn er dann noch seine Treue sich erhöht, dann ja, sollte es mir auch recht sein. So, dann warten wir eine Runde. Wird nichts gebaut. Und dann umzingeln wir hier diesen Verräter. Wie machen wir. Der hat zwar Kolosse, aber. Ach, wird schon klappen. Das wird schon klappen. Den machen wir Platz. So. Haben wir noch was zu erledigen? Nö, ne? Also nächste Runde. Los. Ich hoffe, der dreht um. Ich habe keinen Bock auf diese Echsenarmee. Die haben auch starke Einheiten. Und gerade starke Nahkämpfer. Komm, will mir auch den Krieg erklären? Ja, alle erklären mir den Krieg. Ist aber kein Problem. Kann damit leben. Obwohl, die können nicht damit leben. Ich schon. Ich bin ja tot. So, der Verräter marschiert doch lieber zu uns in die Richtung. Ist, glaube ich, schnell gelaufen. Das heißt, wir könnten ihn quasi. Können wir noch irgendwie Untote erwecken? Genau, nimm mal drei davon. Und dann werden wir gleich Spaß haben.
Wenn er nämlich auf diesem Modus ist mit den schnellen Reisen. Ja, was ist denn wieder, Katze? Kann ich dir irgendwie helfen? Hm? Dann komm mal her. Du willst Aufmerksamkeit, kriegst du. Störst gerade meine Aufnahme so ein bisschen. Hm? Knuddel ich dich so ein bisschen durch und dann passt das schon. So. Und nebenbei. Fight. Oh, 50-50, willst du mich verarschen? Ich hab bei mir Einheiten. Wir haben zwar schwache Einheiten, der hat zwei Kolosse, wir haben drei Kolosse. Ich verstehe nicht. Ist er ein übelster Magier oder was? Oh ja, er ist Magier. Na egal. Kämpfen wir. Oder was sagst du, Katze? Hm? Widerworte? Nein? Gut. Jetzt, wo sie was erzählen darf, erzählt sie nichts. Das sind natürlich Katzen. So, da können wir auch schön durch den Wald marschieren. Boah. Könnte man quasi machen. Man stellt hier was hin und den Wald. Ja. Ja, wir haben ihn angegriffen, ne? Ja, wir haben ihn angegriffen. Ich dachte eigentlich so wie bei Rom, wenn jemand auf seine Bewegungsreichweite, also dass er quasi läuft auf der Bewegungskarte, dann kann man ihn hinter Halte stellen. Vielleicht war das eher bei Rom und bei den anderen Spielern. Vielleicht ist es nicht bei Warhammer so. Das kann sein. Schade, ich habe mich jetzt so gefreut, von zwei Seiten zu kommen. Gut, wir müssen irgendwas an den Magier schicken. Ich glaube, er hier und die diese halben ohne Beinchen da. Die schicken wir mal schnell. Scheiße. Na, was machen wir? Ihr geht mal an die Seite. Wir suchen uns den Magier. So. Kommt er angeschissen? Nee, das sind gar nicht. Doch, das sind die Krabben. Hab ich noch gar nicht angeguckt, glaube ich. Die sehen ja komisch aus. Sind aber auch wieder andere, oder? Kolosse. Kolosse. Na gut. Ja, schicken wir mal vor. Alter Magier vorne, schade. Also ich glaube, ich schicke die Infanterie, also die Pistolenleute vor. Dann kümmern sich vielleicht ihre Fernkämpfer sich um die und ich kann mit den Harakiri-Monstern da durchlaufen. Weiß jemand, ob man Gruppen machen kann? Muss ich mal alles anklicken, das wäre eigentlich ganz cool. Hm. Wenn es jemand weiß, bitte ab in die Kommentare, würde mich interessieren. So, setzen sie. Ja, schleicht mal ein bisschen weiter. Ah, da sehen wir nämlich noch eine andere Einheit. Okay, wir haben jetzt die kurz Pause. Wir müssen jetzt warte mal.
Ja. Kannst doch quasi den dann. So. Den da. Du nimmst die da. Und alles, was Polen hat, schicken wir noch zurück. Und play. Mal gucken, was so alles ankommt. Ziel erreicht. Der nächste kommt. Hier bleiben, Freunde. Ich will euch knuddeln. Oh, bei den Kolossen hat es auch geklappt, aber nicht so stark. Schade. So, Katze ist mein Mikro. Lass das mal sein. Dann Attacke. Attacke. Und Attacke. Attacke. Kampf der Kolosse. Hat mir nicht hier noch Spaß? Ah, hier habe ich noch was vergessen. Komm, wir suchen gleich den Magier hier. Und du, Hakon, ab in den Kampf. Nahkampf. I'll allow it. Gunnery Maw. Ja, warte mal, die ganzen Schützen können wir ja auch einen feindlichen Schützen schicken. Da kommen sie angekrochen hier. Kauft euch doch mal ein paar Beine oder schlachtet doch mal ein paar Beine aus. Oh, beschäftigen wir mal den Magier. Oh, da fliegt er. Ach, die sind schon alle tot. Kann nicht lange Fackeln töten. Fight. We serve. Ja, dann sollte es eigentlich gelaufen sein. Also diese lebende, monströse Kreaturen, die sich so ein bisschen selbst töten. Ja, ich finde die eigentlich ganz praktisch, ne? Gegen leichte Armeen kann man die schon echt gut gebrauchen. Gegen die Kolosse hat es jetzt nicht viel gebracht, aber ey, was soll's. Hauptsache tot. So, bitte auf den Anführer. Ich will, dass er stirbt. So, er ist tot. Dann sollte es jetzt gegessen sein. Und zack, haben wir es geschafft. So, ein Verräter weniger. Der kommt dann dem Versklaven mal. Der Connor wird jetzt so eine lebendige, große Leiche. Oh, hier bei den Kolossen hat er nur einen gekillt. Ein Koloss. Wie viele sind da immer drin? 12, glaube ich, ne? Nicht viel. Ach, mal einen Schluck Kaffee. Also ist ja eher nur gegen Infanterie zu gebrauchen. Kavallerie haben wir noch nicht getestet. Ah ja, und der hat noch gar nichts gekillt. 25. Hm, aber wie gesagt, die sind super für Infanterie. Ich liebe sie. Wenn so eine komplette gegnerische Einheit dann quasi läuft. Boah, eigentlich müsste man das ja echt mal testen. Hakon nur mit, keine Ahnung, ein Haufen, sagen wir mal 10 Stück von denen oder 15. Komplett würde ich nicht gehen. Aber also 15 von denen und dann einfach mal auf den Feind laufen lassen und dann bam, bam, bam. Das ist, glaube ich, eine coole Idee. Geht eigentlich, müsste die Schlacht schnell vorbei sein, weil der Feind und man selbst natürlich sehr schnell Einheiten verliert. Könnte lustig sein. Ich habe das Gefühl, die Ladezeiten sind länger geworden, oder?
mein Rechner ist jetzt nicht schlechter geworden. Der ist jetzt konstant geblieben. Er ist nicht mehr der Beste, aber mal gucken, vielleicht nächstes Jahr nochmal einen neuen CPU gönnen. Aber Grafikkarten, Arbeitsspeicher sollte eigentlich für das Spiel locker reichen. Na komm, entscheidender Sieg. Wir haben trotzdem auch 37 Verluste haben wir. Reisen unsere dicken Leute. Ich hab nichts gegen Dicke, ich wollte es nochmal gesagt haben, aber sie sind halt nur mal. Sehen eklig aus, weil sie überall Pfeile und Messer haben. Also, hoffe, es fühlt sich keiner angegriffen, wenn ich die einfach fette Schweine nenne oder die Dicken hier. Ich bin selber dick und. Ist egal. Wenn es jemand nicht mag, dann muss er halt weghören oder halt meine Videos nicht gucken. Ansonsten haben wir hier nur lebendige Tote. Oder nicht? It was never in doubt. So, wir brauchen nicht Teile. Souls for sale. Wir haben ja eigentlich einen, den wir teilen können. More husks for my crew. Machen wir. One for you, two for me. Am besten bin ich infamier, ist aber mir egal. Ihr habt nunmehr eine stattliche Sammlung an Karten, Admiral. Echt? The Pirate King only knows victory. Connor, der verräterische Feind. In die Schlacht von Nürnberg, wir haben ihn gekillt. Genau, Separatisten wurden getötet. Das Rätsel von Ralland. Wie ist das hier? Platz weg. Ja, wir haben viele Karten, danke. Keine Karte mehr, oder? Ja, ich glaube auch eher in der Mitte. Können wir hier buddeln. Immer schon, aber ich glaube, es macht keinen Sinn. So, Akon. Wir steigern mal die Ration. The Vampire Coast prevails. Ich glaube, die lasse ich in Ruhe. Move those bones. Ja, die kommen mir entgegen. Die wollen da quasi. Die wollen mir doch. Die wollen mich töten. Master. Mal bessere Karonade. Weiß noch nicht, was gegen große Feinde. Rüstungsdurchbrechende Mörser gegen Infanterie. Eine Runde. Können wir vielleicht noch die Infanterie wissen? Geht irgendwie nicht. Ja, gut, dann machen wir den Schatz. Admiral of the Fleet. War es ja eigentlich auch eine schöne anzusehende Armee. Und hat einen Zauber. 42 Fünder. Wunder. Those fools. Ich würde sagen, wir enden die Runde, machen wir die nächste. Die Ex-Menschen lassen wir mal langsam runterkommen. Vielleicht schaffen wir es rechtzeitig hier bei der. Naja, geht doch woanders hin. Technologie erforscht, Waffenstärke für Horde, Zombie-Piratenarbeiter, Wächter der Tiefe. 20%. So, haben jetzt die dickeren Nahkämpfer. Die Erwachenden. Monster-Mangrove. Freigeschaltet, er ist Stufe 5. Gucken wir mal gleich. Aber erstmal gehen wir in unsere eigenen Landen.
Und dort werden wir jetzt mal ein bisschen Einheiten rekrutieren. Heilen uns, das ist so schön. So, was haben wir, was haben wir, was kriegen wir? Das ist Müll. Legendär, was ist an dir so legendär? Gut, die können rüstungsdurchdringende Schüsse gegen große Feinde ansturm anwehren. Fiebisch. Da muss ich auf die aufpassen, ey. Dass die mir nicht wegverrecken. Aber können wir machen? Wir packen einfach die. Nee, warte mal, wir nehmen die. Rekrutieren. Dann komm mal her zu mir, dann kannst du dir hier kostenlos einmal welche nehmen. Überlegen wir mal, vielleicht kann ich da noch was anderes machen. Ich hätte gerne Einheiten global. Was bringen die Sirenen? Rüstungsdurchdringend körperlos. Nahkampfinfanterie verursacht Entsetzen, fesselnde Angriffe. Okay. Panzert monströse Bestie. Zwei Runden. Oh, ey, was ich jetzt hier alles bauen könnte. Also ich nehme auf jeden Fall eine Kanone. Das ist gesetzt. Dann haben wir kein Geld mehr. Scheiße. Die kosten 1400. Oder weil das jetzt global ist, kostet das so viel. Das heißt so viel. Ja, wir machen das anders. Wir brechen das mal ab. Kannst du schneller laufen? Lauf mal in die Stadt. So. Oh, hier ist so schnell gelaufen, kann ich nicht rekrutieren. Ah, scheiße. Na gut. Dann wird es eine schnelle Runde. Dann gucken wir, was er noch so kann. Wir nehmen jetzt, was haben wir hier? Nahkampfangriff, Waffenstärke. Ja, ich würde dann erstmal, eigentlich würde mal alles gehen. Wenn den ganzen Baum hier, würde ich doch hier erstmal außen vor lassen. Was haben wir hier noch? Auch Waffenstärke, Nahkampfabwehr, das ist da 12. Und hier mit 3 an. Das heißt, hier würde ich. Also so. Dann wahrscheinlich auch mit 3 an. Angriffsbonus kann er gebrauchen. 4 Lebenspunkte. Waffenstärke. AK. Ja, gut. Wir nehmen erstmal das hier. Das bringt 8% Waffenstärke und 8% mehr Trefferpunkte. Das klingt doch mal gut. Das machen wir erstmal. So, dann sind wir mit denen quasi durch. 2000 Gold, das ist nicht viel. Lässt sich nicht viel rekrutieren. Infrastrukturgebäude minus 5. Bisschen mehr Geld wäre gar nicht verkehrt. 75 Kommandanten minus Unterhalt. Verlust. Quote weg minus 10%. Ich nehme das erstmal Unterhalt. Joa, dann war's mit der Runde. Ich glaube, nächste Runde ist er schon quasi da. Bei uns. Na komm, ein bisschen flotter. Also ich, solange er hier noch in der Nähe tingelt und wir mit ihm Krieg haben, wisst ihr was? Wappnet euch, Admiral.
denn der alte Merwirm steigt erneut aus den Tiefen empor. Ja, aber nicht bei uns und somit ist mir das scheißegal. Aber das wäre echt fatal, wenn der unsere Hauptstadt angreift. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Wir machen mit denen einfach Frieden. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Tut mir leid, ich habe euch einfach so Überdenkt aus Versehen... Och, halt meinen Rand. Ich habe euch einfach aus Versehen angegriffen. Es kommt nicht nochmal vor. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Dann stopp doch! Komm mal her da! Mit deiner Armee. Verzeiht mir nicht. War aus Versehen. Gut, dann rekrutieren wir weiter. 2800. Gehalt haben wir uns auch ein bisschen. Ach, schau an. Jetzt können wir hier Hunde, gemeine Hunde, Deckarbeiter. Auch nicht verkehrt. Aber ich hätte gern so eine Sirene. Aber das dauert 4 Runden. Willst du mich verarschen? Und kann ich... Ach, da. Da ist Lokal. Ja, weil hier kostet es nämlich gleich mehr. Ah, es sind einfach 3 Möglichkeiten. Einfach global ist natürlich teurer. Und das geht natürlich hier besser. Also auf jeden Fall R will ich haben. So, Sirene. Reicht nicht mehr ganz. Schade. 2 Runden will ich noch. Also neue Einheiten will ich testen. So, Admiral of the Fleet. Du magst mich ja. Kannst ja hier einfach mal ein bisschen plündern gehen. Follow Shipmates. Einfach mal so ein bisschen plündern. Tu mal was für dein Geld. No pray, no pay. So, nächste Runde. Weiter, weiter, weiter. Ich bin mal gespannt, was der jetzt hier macht. Ja, er fährt weiter. Wo willst du denn hin? Oh! Was bist du denn da unten? Wo willst du denn meine Blutsümpfe einnehmen? Oh. Was ist denn für eine Einheit? Deckwerfer, Bomber. Ah. You say something. Eine Runde müssen wir noch warten. Aber die Sirenen brauchen auch 2 Runden. Das heißt, wir rekrutieren keine Sirene. Ich würde hier nochmal so ein so ein Stangenwaffenpirat. Gegen große Feinde ist sehr gut. Rüstung 15. Was hat der normale? Auch 15. Führerschaft sind sie auch gleich. Nahkampfangriff ist der Schwächere. Dafür hat der Nahkampfabwehr besser als er. Und Waffenstärke, der ist rüstungsdurchdringend wahrscheinlich. Einen besseren Angriffsbonus. Ich finde den ja schon eigentlich nicht so prall. Naja. Ach, wir haben keine Kanone gebaut. Oh, nein. Ja, ich will jetzt aber nicht nochmal 2 Runden warten, verdammte Axt. Master. Eigentlich schon eine Runde schon viel zu viel. I thirst. Kannst du mal zurückkommen? Bitte mal mir die Kanone geben. Ne, einfach, ja, genau, und du kriegst von mir, weil ich den nicht so toll finde, einfach mal den. Tauschen war. So, dann kannst du auch gerne wieder, wenn du möchtest, plündern. Na? Kannst gerne weitergehen. So, dann haben wir jetzt einen von denen los und dann könnten wir irgendwas... Ah ja, Stangenwache habe ich ja gesagt, ne? Haben wir ja nicht rekrutiert. So, nächste Runde ist er dann wieder vollzählig. Mal gucken, entweder greift er uns an oder er greift an. Irgendwer greift an. Also schnell in die nächste Runde. Dann kann ich mir einen Kaffee austrinken. Den Button für schneller.
Normale Geschwindigkeit? Nein, ich will rasende Geschwindigkeit. Irre rasende Geschwindigkeit. Oh. Ja, wir haben keine Mauern, ne? Er hat bessere Einheiten. Hm. Haben wir eine Verteidigung? Ja, ich glaube nicht, ne? Ja gut, dann haben wir die Siedlung verloren. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber er hat 4 Einheiten verloren und ist geschwächt. Aber er kann jetzt natürlich rekrutieren. So, egal wer du bist, du wirst gleich angegriffen. Wir sind ja gleich vollzählig. Oh, jetzt haben wir hier 3 Feinde. Siedlung verloren. Bewegung auf der Kampagne. Was haben wir hier? Och nee, ey. Diese starken Nahkämpfer. Geht ja weg, ey. Ja, ich würde sagen, Rache. Aber ich sehe schon, das Video geht eine halbe Stunde. Wir werden bestimmt nochmal 20 Minuten kämpfen. Ich würde sagen, im nächsten Video werden wir uns die Blutsümpfe zurückkämpfen. Und darum würde ich sagen, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir weiterspielen. Ja, liken und kommentieren wäre ganz nett. Ich freue mich doch immer über irgendwie ein paar Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.